Hallo Leute, heute möchte ich euch das Patentmuster in Runde zeigen. Und zwar für eine Mütze, wo wir gerade drüber sind. Und dafür habe ich schon mal ein paar Maschen einfach aufgenommen, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe das natürlich schon ein Stückchen weiter gestrickt, wie immer. Hierfür habe ich links-rechts Maschen und bin jetzt am Anfang. Das heißt, die erste Masche nehme ich auch wieder links und die zweite hebe ich mit dem Faden wie zum Linksstricken ab. Die nächste stricke ich wieder links und das mache ich im Wechsel ringsrum. Abheben, wechseln. Das könnt ihr dann nachher auch über eine Rundstricknadel machen. Macht sich natürlich noch einfacher. Links stricken. Dann wieder eine abheben. Oh, meine Maschen hauen da unten ab. Okay. Wie zum Linksstricken abheben, eine links. Das Ganze nochmal. Den Faden nur davor legen, das hatten wir ja schon mal im Patentmuster. Und links stricken. Dann wieder wie zum Linksstricken abheben und wieder links stricken. Abheben. Nächste Masche. Links stricken. Wieder abheben. Links stricken. Abheben. Wir sind einmal rum. Und bei der nächsten Runde läuft es genau andersrum. Hier nehmen wir jetzt bei der ersten die Masche ab mit dem Faden und stricken einmal rechts. Wieder runternehmen und rechts stricken. Dieses Patentmuster in Runde wird auch mit einer geraden Maschenzahl gestrickt, im Gegensatz zu dem, wenn wir eine Fläche machen. Also nicht wundern. Abheben. Upsa, rechts stricken. Das machen wir die ganze Runde rum. Na. Dem Muster ist es eigentlich ganz leicht zu erkennen. Wir haben jetzt die letzte Masche gehabt, haben die gestrickt. Jetzt kommen wir auf die nächste Reihe oder Runde. Und wir sehen, wir haben da den Faden um die Masche gelegt. Das heißt, das ist dann unsere erste, die wir links stricken. Auch sehr schön zu erkennen, weil das alles Linksmaschen sind und wir haben hier die Rechtsmaschen. Das heißt, die nächste ist dann wieder zum Abheben, die rechte, und es wird links zusammengestrickt. Wieder abheben. Und dann wieder links zusammenstricken. Und das läuft in Runde grundsätzlich so weiter. Und dann könnt ihr auch schauen, wenn ihr weit genug seid. Oder das Ganze dann lang genug gestrickt habt, sieht das Ganze so aus. Ich habe hier verschiedene Ragazzale-Farben miteinander verstrickt, die ich ganz toll finde. Und werde am Schluss mit dem dunklen noch ein Bommel dran setzen. Brunnen. Ja,
Die Anfangsmasche habe ich mir gekennzeichnet, damit ich immer weiß, welche das ist. Und auch der Anfang, wie ihr seht, sieht genauso aus wie im Endeffekt die anderen. Ich sag's da hat man, mega schön. Ja, genau. Da hat man keine, da hat man keinen Übergang, dadurch, dass man mit den Wechsel halt, so wie wir das eben gerade gemacht haben, immer wieder hat. Und man kommt, man strickt eigentlich nur das erste Mal die ersten zwei Reihen. Das heißt, diese Links-Rechts-Reihe und die erste, wo man anfängt, links zu stricken und rechts abzuheben. Und dann wechselt das Ganze automatisch jede Reihe einmal auf die rechte zum Stricken und einmal auf die linke zum Stricken. Und da man das immer sehr schön sieht, weiß man auch ganz genau, wo man gerade ist. Also ohne, dass man da jetzt sich lange was merken muss, ist das halt gegeben. So wie jetzt hier bin ich auf der rechten Seite. Das heißt, wir stricken wirklich nur noch diese zwei Reihen immer im Wechsel und haben dann diesen Effekt für so eine richtig coole, warmhaltende Mütze, die wir dann, wie gesagt, ich möchte mit einem Bommel versehen, der nachher in der Farbe ist wie unten, weil ich die Farben ganz toll finde. Nicht so dunkel, sind schön leuchtend, einfach mädchenhaft finde ich sie. Also nun haben wir ja lang genug über das Patentmuster geredet. Dafür habe ich 40 Maschen aufgenommen und habe das Ganze mit der 10er, mit einem 10er Nadelspiel 4 Reihen aufgestrickt. Im Anschluss habe ich dann das Patentmuster angefangen und habe insgesamt 32 Reihen. Das heißt, wenn ihr zählt, bedeutet das, es sind immer eine Masche, die sichtbar ist, zwei Reihen. Also habe ich jetzt für jede Farbe 16 Reihen verwendet. Ihr zählt dann praktisch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Und das Gleiche habe ich hier gemacht, bin aber jetzt noch nicht fertig. Ich bin gerade in den Endzügen, habe das Ganze wieder auf ein Nadelspiel draufgesetzt. Und in der letzten, nach den 16 Reihen in der nächsten Reihe, werden dann die Maschen mit dem Umschlag ganz normal rechts gestrickt und die Linksmaschen auch einfach nur links gestrickt, kein Umschlag drauf. Somit beenden wir im Prinzip erst einmal die eine Reihe in links, rechts, ganz normal, ohne Umschläge. Ja, ups. Ich habe mir jetzt eigentlich nur noch die eine Reihe übrig gelassen. Halt, stopp. Muss auch immer gucken, dass ich nicht noch eine mit erwische, die nicht erwischt werden darf. So, und in der nächsten Runde, weil das ist meine letzte, aufpassen, dass wir nichts verlieren. Und in der nächsten Runde wird dann grundsätzlich immer zwei Maschen miteinander rechts verstrickt. Das heißt, wir gehen jetzt von unseren 40 Maschen auf 20 runter. Das machen wir, bis wir rum sind. Und stricken im Anschluss eine Reihe rechts. So, und wenn wir dann nach der Abnahme einmal rumgestrickt haben, in rechts, machen wir den ganzen Spaß noch einmal und stricken wieder jede immer zwei Maschen zusammen, auch rechts hoch. Ja, ich habe meinen dicken Dingern hier. Mal rüberziehen auf die nächste, schon mal eine wegnehmen, dass wir dann bloß noch 10 Maschen drauf haben. So, nachdem wir das gemacht haben und nur noch 10 Maschen auf den Nadeln haben, schneiden wir den Faden ab und ziehen die Maschen von den Nadeln runter auf den Faden und ziehen das Ganze zusammen und vernähen.
im Innenraum. Na, jetzt hänge ich wieder mit meinem Gerät fest. Hier war ein bisschen, also zumindest bei der Lana Grosse Allee, habe ich festgestellt, auch bei der anderen, bei der Colori, dass wenn man zu stark an den ganzen Sachen zieht, die Fäden schnell nachgeben. Und deshalb verwende ich nicht ganz so viel Kraft jetzt. Ich vernähe den Faden nur mal kurz in dem mittleren Teil. Okay, das reicht. So, haben wir jetzt unser Mützchen von der Mitte aus gesehen. Und natürlich, wie kann es anders sein, mit einer mega fetten Bommel dazu. Dafür habe ich das ganze Knäuel von dem, womit ich angefangen habe, mit dem Fuchsiaton hier reingepresst in 10 cm Durchmesser. Habe dann dafür aber auch ein anderes Band genommen, weil ich meine Kräfte kenne. Ich hätte den sonst nicht zusammenbekommen, da wäre der Faden auf jeden Fall gerissen. Den nähen wir dann einfach nur mit an, vernähen unsere Fäden und fertig ist die Mütze. Noch dazu zu sagen, ich habe hier mit der 12er gestrickt. Man kann es auch mit einer 10er Rundstrick machen, um es dann halt enger zu bekommen. Ich fand es halt fluffiger, wenn sie ein bisschen breiter wirkt, ein bisschen weiter fällt vielleicht auch. Das muss jeder für sich entscheiden oder kann jeder für sich entscheiden. Da sind keine Grenzen gesetzt. Ansonsten, Anleitung gibt es wieder am Ende vom Video. Blenden wir wieder ein. Ich sag mal, viel Spaß beim Nachmachen. Tolles Weihnachtsgeschenk, finde ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.